Yo, Motherfucker, herzlich willkommen zu Neck. Ich brauche mehr Steuern, deshalb stehe ich hier oben. Steuern eintreiben. Nee, also wer sich an die Szene, an die Filmszene im letzten, in der letzten, von der gestrigen Folge vor 24 Stunden erinnern kann, ich weiß, das ist schon. Bats! Der hat meinen Angriff abgewehrt. Du Hurensohn. Ja, jetzt kommt die Bat-Massaker auch noch. Glück gehabt. Ich glaube, dass, weil er hat Wochen um Woche um Charlotte gesucht und er hat sie nicht gefunden. Ich glaube, die hat überlebt. Aber wer? Aber wo? Und wie? Und warum? Kombozähler. Ein paar Teile habe ich schon. Hoffentlich kann man die auch wieder zusammenbauen irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert eigentlich Neck das Spiel selber, die Spielzeit. Keine Ahnung, wie lange die Spielzeit ist. Wir spielen ja schon seit 25 Folgen müssten das, glaube ich, sein. So viel Holz. So viel Holz. Das sieht so bescheuert aus. Das sieht so bescheuert aus. Das sieht echt so bescheuert aus. Tut mir leid. Ich bin zu Hause. Nom nom nom. Hä? Ah. Was war das? Hab gefurzt! Nee, hab ich nicht. Hallo. Flugzeug. Ist das nicht schön? Halt! So, weiter geht's. Ich würde sofort aufgeben, wenn so ein Vieh auf mich zurennen würde. Hat man doch gar keine Chance. So. Ach, das sieht ja geil aus. Wer schleicht denn da durchs Dunkel? Jemand könnte sich verletzen. Ich bin zwar klein, aber ich bin sehr viel schneller. Sie sind genau da, wo ich sie haben wollte. So, wer jetzt? Ach, natürlich. Aber flink ist sie. Die blöde Fotze. Ah!
ein Schuss und du bist weg. Ey, das ist viel zu krass. Ganz einfach. Das ist viel zu krass. Wenn ich mir bedenke, das Spiel ist ab... Wie viel? Ich bin jetzt am Arsch. Oh, come on, ey. Alter, Mann! Ich glaube, ich werde ungeduldig. Och, Mann! Die mit diesem behinderten Schutzschild. Die nerven auch. Ah! Nichts. Wusste ich's doch. Ah, nervig. Nervig. Zum Maul. Schlecht gelaunt. Na endlich, mehr Leben. Hurra. Eine Seltenheit. Ich bieg mal ab. Yeah! Amphetamine! Seltenheit, ui! Total selten doch. Ist ja unglaublich. Ich hab Brustwarzen. Was? Ja, so ein bisschen. Schatzi, ich bin daheim. Was gibt's zum Mittag? Mann, da hast du zwei Riesenkristalle an Penisse stehen, weißt du? Uiuiui, ja! Natürlich. Oh, komm. Das ist doch zum Kühemelken. Mann! Halt's Maul. Ich will Holz. Da! Mann, das ist doch echt nicht mehr feierlich. Es ist echt nicht mehr feierlich. Jetzt reicht's mir mit euch. Oh ja, super genutzt. Alter, guck doch mal, was die für Damage haben. Fick dich. Fick dich doch einfach in die Hölle. Entschuldigung, aber mich regt das gerade so auf. Wie sollen das 12-Jährige spielen, ganz ehrlich? Man hat gar keine Chance. Oh! Gibt es hier nicht noch irgendwas, womit man die noch fertig machen kann? Hä? Oh Mann, ey. Es regt so auf.
komme gar nicht mehr weiter in dem Spiel. Mann. Selten etwas gehabt, was so nervt. Das haben ja Studien bewiesen. Man rastet nicht aus, egal wie brutal das Spiel ist. Man rastet aus, wenn man verliert, wenn das nicht so läuft, wie man will. So wie bei mir gerade. Antibakterie? Okay. Aha. Gut. Weiter geht's. Mal was trinken. So, weiter. Oh yeah, eine Landebahn. Ist es nicht etwas kalt für einen Spaziergang? Aber vielleicht nicht für die Eiskönigin, was? Witzig, Märchenprinz. Eigentlich finde ich es warm. Wir hatten spontan ein kleines Feuerchen. Oh, habe ich gesehen. So, und wo genau finde ich denn jetzt den Doktor und Lucas? Soweit ich weiß, genießen sie Viktors Gastfreundschaft. Muss jetzt leider los. Tja, die Pflicht ruft. Wie kann die auf... Hey. Was zum Henker ist das? Das, Ryder, ist der Grund für all unsere Probleme. Viktor hat ein paar Dutzend dieser Riesenrelikte tief in der Mine gefunden. Er hat große Pläne dafür. Der Doktor will sie auch haben. Und? Hast du rausgefunden, woher die Kobolde die Waffen haben? Von wem sie sie haben? Ja. Ihre Quelle ist so ein Super-Kobold namens Gandahar. Woher sie die Waffen haben? Keinen Schimmer. Er muss irgendwo eine Fabrik haben. Aber die ist so stark bewacht, es wird sehr schwer, daran zu kommen. Wenn wir ein Ortungsgerät bauen könnten, das wie ein Relikt aussieht. Und dafür sorgen, dass die Kobolde es bei ihrem nächsten Raubzug finden. Dann könnten wir ihnen damit praktisch bis vor ihre Haustür folgen. Hm, klingt gut. Holen wir den Doktor. Vielleicht treffen wir deine kleine Freundin dabei ja auch. Du hältst mich doch für schlau, oder? Nur mal so, ich bin ehrlich. Wie kann die auf High Heels so schnell rennen? Was? Oh, noch mehr. Tür, ein Ramm. Schade. Gastfreundschaft. Oh, nee. Ah, ah. Ah. Gibt euch den Shit. Was soll ich denn noch walten? Cheaten? Komm. Alter. Die gehen einem so auf die Nerven. Probieren wir es mal in der nächsten Folge. Vielleicht habe ich da mehr Glück. So eine Hühnerscheiße.